Wir befinden uns hier bei der Wertholzmission in St. Florian. Diese wird vom Waldverband Oberösterreich und der Landwirtschaftskammer Oberösterreich bereits zum 17. Mal veranstaltet. Insgesamt sind 1109 Festmeter Wertholz angeliefert worden. Es befinden sich hier 770 Lose von ca. 600 Waldbesitzern. Wir haben ein erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen. Der Durchschnittspreis über alle Baumarten hinweg ist nämlich auf 481 Euro je Festmeter angestiegen. Das entspricht ungefähr einer Zunahme von 7%. Ja, geschätzte Besucherinnen und Besucher des heutigen Aktionstages der Wertholz-Submission, sehr geehrte Ehrengäste, es ist heute die 17. Veranstaltung, der 17. Aktionstag, die 17. Wertholz-Submission, und damit kann man sagen, diese Veranstaltung hat nicht nur Tradition, sondern hat sie zu einem Erfolgsmodell in den letzten Jahren entwickelt. Hauptbaumart bei der heurigen Submission war die Eiche mit ca. 3/4 der angelieferten Menge. Besonders ist da hervorzuheben, dass der Durchschnittspreis gestiegen ist auf 500 Euro je Festmeter, was ungefähr einer Zunahme von 5% entspricht. Das Höchstgebot liegt gar bei 1500 Euro am Festmeter, und besonders möchte ich auch hervorheben, dass 8 Stämme über 1000 Euro je Festmeter erzielt haben. Mit großem Abstand ist dann die Esche die zweitwichtigste Baumart der Submission. Allerdings ist der Preis auf eher niedrigem Niveau stagnierend. Wir bewegen uns da in etwa bei 200 Euro am Festmeter. Aber was wiederum erfreulich ist, dass wir sehr viele verschiedene Baumarten anzubieten haben, auch viele Exoten. Beispielsweise gab es einen chinesischen Mammutbaum, erstmalig, glaube ich, auf einer Submission in Österreich. Wir haben auch schöne Eiben dabei gehabt, zwei Zwetschgen, Apfel, Birne, diverse Obsthölzer. Eigentlich, ja, in Summe sind es gut 20 Baumarten, die da vertreten sind. Ja, spannender Moment. Wie gesagt, der Siegestamm liegt hinter uns, ein Bergahorn mit einem Durchschnittserlös von 5.120 Euro. Und wie gesagt, kommt aus dem Mühlviertel. Du hast es gefunden. Ja. Erstmals in der Geschichte geht er in den Bezirk Berg und ich darf die Herzl Rose herzlich begrüßen bei uns und gratulieren. Ja, das hilft nicht. Das ist der Nachteil, das ist der Nachteil, wenn man gewinnt. Der Siegerstamm, die Braut der heurigen Submission, ist ein Riegelahorn mit einem Höchstgebot von 5.120 Euro am Festmeter. Die nächst bestbebotene Baumart ist die Schwarznuss mit 2.058 Euro am Festmeter. Auf Platz 3 rangiert eine Eiche mit 1.583 Euro am Festmeter und danach eine Walnuss mit 1.256 Euro am Festmeter. Wir sind sehr erfreut über den Besuch natürlich, dass immer wieder sehr reges Interesse besteht, den Aktionstag zu besuchen, die Hölzer zu anschauen, die Ergebnisse anzuschauen und dann wieder motiviert in den Wald zu gehen. Und genau das wollen wir, und das ist sehr gut gelungen auch heuer wieder.